Das erste Mal hörte ich von den Bilderbergern 1975 und ich sagte, ich kann das nicht glauben. Das ist doch nicht möglich. Wer zur Hölle sind die Bilderberger? Ich verbrachte 20 glückliche Jahre mit der Metropolitan Zeitung. Die ganze Zeit flüsterte eine leise Stimme zu mir, das konnte nicht passieren, ohne dass ich es mitbekommen hätte. Das Erste, was mich am meisten beeindruckte, waren Telefongespräche von 1957. Von dem alten großen Westbrook-Pegler, ein einflussreicher Journalist. Er schrieb zwei langatmige Kolumnen über geschätzt 100 führende Persönlichkeiten der internationalen Finanzen, Führern von Ländern, hohen öffentlichen Beamten, welche sich hinter bewaffneten Wachen und geschlossenen Türen auf Jekyll Island trafen. Was machen diese mächtigen Internationalen? Und warum ist das so geheim? Warum haben sie bewaffnete Wachen vor der Tür? Warum verschlossene Türen? Die Zeitungen ignorieren es total, kein einziges Wort darüber. Totale Erinnerungslücke in den Vereinigten Staaten. Sie zu verfolgen, die Bilderberger oder die gesamte internationale Gangsterorganisation, geleitet durch die Rockefellers und Rothschild, die die Welt für ihre eigenen selbstsüchtigen Interessen ausnutzen. Jim, du hast auf die Liste gewartet. Du bekommst sie normalerweise am ersten Tag. Du hast sie nicht bekommen. Wir redeten darüber, dass du sie möglicherweise heute noch bekommst. Wie wichtig ist diese Liste? Sie ist absolut notwendig. Obwohl wir draußen die Leute identifizieren, ist es genauso wichtig herauszufinden, wer nicht auf ihrer Liste steht. In den letzten Jahren hat irgendjemand aus Europa maschinelle Kopien uns zugeschickt, mit dem Briefkopf und so weiter, ohne sich selbst zu verraten. Bis jetzt habe ich nichts von ihm gehört. Bilderberg übernahm diesen Namen 1954 zum ersten Mal beim Bilderberg-Treffen im Bilderberg-Hotel. Es ist ein bisschen wie mit Shakespeares, wie es euch gefällt. Sie haben Shakespeare gefragt, wie möchtest du das Buch nennen? Und er sagte, wie es euch gefällt. Das bedeutet, wie auch immer du es nennen möchtest. Aber sie dachten, es wäre eine Diktierung. Und so heißt eines seiner Bühnenstücke, wie es euch gefällt. Aber der Titel hat rein gar nichts mit dem Stück zu tun. So kamen die Bilderberger zu ihrem Namen. Nun treffen sie sich bereits seit einem halben Jahrhundert. Die vermögende Klasse traf sich auf Versammlungen, aber sie beschlossen, sich regelmäßig zu gut geplanten Veranstaltungen zu treffen, als Erweiterung zu anderen kleineren Treffen, die über das gesamte Jahr stattfinden. Ist das die richtige Richtung, Jim? Das ist die globale Regierung. Sie erstellen die Weltagenda. Da drin. Sie werden entscheiden, ob es einen Krieg mit dem Iran geben wird oder nicht. Ob ja oder nein. Die Steuern werden steigen. Ob schon die Ölpreise werden gedrückt oder angehoben. Es gibt noch viel mehr in dieser Agenda. Das werden wir nach und nach herausfinden. Aber diese drei Dinge stehen als Schwerpunkt auf Ihrer Liste dieses Jahr. Das ist Jim Tucker, meine Damen und Herren. 27 Jahre verfolgt er nun schon diese Verräter. Herr Tucker, eine Freude, Sie zu treffen. Die Medien sagen, er sei verrückt. Er existiert nicht. Jetzt haben wir Sie in der Mangel. 120 der mächtigsten Männer der Erde, Führer der Europäischen Union, hohe Beamte aus der Regierung der Vereinigten Staaten, dem Finanzamt, dem Weißen Haus, Staat und Verteidigung. Jetzt verfassen Sie die Weltagenda. Der Grund, warum Sie die Geheimhaltung möchten, ist, weil Sie Böses im Schilde führen. Böses wird getan unter dem Mantel der Dunkelheit. Gutes wird im Sonnenlicht getan. Hi, wie geht es dir? Gut. Bitte geh vom Grundstück. Nun, Jim hat ein paar Fragen für euch. Bitte verlassen Sie das Grundstück. Okay, sicher. Es ist ein öffentlicher Fußgängerweg. Oh ja, wir kooperieren. Vielen Dank. Rechts vom Bürgersteig. Ja, es gibt keinen Anhaltspunkt, dass wir nicht kooperieren. Wenn du auf dem Bürgersteig bist, kannst du dann bitte dort stehen bleiben? Sicher, ja. Vielen Dank. Großartig. Ich wiederhole, ihr sollt rechts auf dem Bürgersteig bleiben. Ja, wir haben das bei der Stadt geprüft. Die Grundstückslinie ist genau hier, an dieser Stelle. Wir befinden uns an dem Rand einer globalen Transformation. Alles, was wir brauchen, ist eine richtig bedeutende Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. David Rockefeller. Wir haben David Rockefeller hinter dem Gebäude, dem Hotel, gesehen.
und er hatte keinerlei Bodyguards. Einer von meinen Freunden schrie, hey Rockefeller! Er drehte sich um und er war verängstigt. Mein Name ist René, ich komme von Manitoba. Ich fuhr über 26 Stunden, um hierher zu kommen. Einfach nur, um zu zeigen, dass ich gegen die Bilderberger bin. Einfach, um für meine Freiheit zu kämpfen und für meine Rechte. Um sicherzugehen, dass meine Kinder in einem freien Land groß werden können. Ich bin Daniel Estulin und mache das jetzt schon seit den letzten 15 Jahren. Ich komme aus Kanada. Ich bin sehr stolz auf mein Land, weil, wie du sehen kannst, sind eine Menge Leute gekommen, um die Bilderberg-Konferenz aufzudecken. Letztes Jahr hat es mich 14,5 Stunden gekostet, um nach München zu kommen. Ich wurde aus einem Flugzeug in Milan geholt. Ich wurde aus einem Flugzeug in München geholt. In beiden Fällen befragten sie mich ganze 4 Stunden lang. Mir war es möglich gewesen, einen Freund, einen Journalisten in Rom anzurufen. Als Ergebnis seiner Präsenz und durch andere, die das Auswärtige Amt in Italien anriefen, zogen sie sich zurück und ließen mich gehen. Sie sagten mir dann, dass sie ein Auge auf mich behalten werden, 24 Stunden am Tag. In dem kleinen Hotel, wo Jim und ich waren, waren von den 20 Räumen 6 Räume belegt, 3 von der CIA und 3 vom deutschen Geheimdienst. Das zeigt, wie ernst diese Leute sind. Das zeigt, wie verängstigt sie sind über das, was wir möglicherweise aufdecken können, und aktuell decken wir in der Öffentlichkeit die Absichten der Bilderberger auf. Daniel Estulin hat die Bilderberg-Treffen in Europa und Nordamerika seit über 15 Jahren verfolgt. Sein Buch Club Bilderberg wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt und ist ein weltweiter Bestseller. Estulin hat viele der vergangenen Bilderberg-Treffen fotografiert. Rockefellers Frontmann Henry Kissinger ist immer noch ein sehr bedeutender Teilnehmer. Hier kannst du den Präsidenten des Auswärtigen Amtes sehen, Richard M. Haas. Gefolgt von dem Vizepräsidenten der Europäischen Rothschilds, Franco Bernabé, welcher mit Henry Kravis spricht, und hinter ihnen befindet sich Richard Holbrooke, der ehemalige US-Botschafter in den Vereinten Nationen. Der Chef von Daimler Chrysler, Jürgen Schrempf, kommt mit dem Helikopter an. Hier ist der Besitzer der Washington Post, Donald Graham, in Begleitung von Indra Nooyi, dem Kopf von PepsiCo. Königin Beatrix von den Niederlanden, ihr Vater, Prinz Bernard, gründete die Bilderberg und er ist bis heute eine leitende Persönlichkeit innerhalb der Gruppe. Natürlich ist die Nummer 1 der Globalisten, David Rockefeller, hier mit seinen Bodyguards gesehen, immer noch ein Teilnehmer. Dann der neu ernannte Geschäftsführer der Weltbank, Paul Wolfowitz, fotografiert bei dem Bilderberg 2005. Es wurde berichtet, dass Wolfowitz bereits frühere Treffen besuchte, obwohl er noch der stellvertretende Leiter des Verteidigungsministeriums gewesen ist, was eine Verletzung des Logan Acts darstellte. Unter dem Logan Act ist es eine Straftat für jedes Mitglied der Bundes- oder Staatsregierung, sich mit Mitgliedern von auswärtigen Regierungen zu treffen, ohne die explizite Genehmigung und Autorisation des Präsidenten oder des Kongresses zu besitzen. Einfach gesagt, es ist verboten für Mitglieder der Regierung, sich im Geheimen, hinter geschlossenen Türen, mit mächtigen auswärtigen Brokern zu treffen. Und das ist auch das Problem, was die Korruption und Spionage verursacht. Aus diesem Grund erscheinen die Namen von vielen hochgradigen Politikern nicht auf deren offiziellen Listen. Trotz des Logan Act ist der Gouverneur von New York, George Pataki, mit auf der Liste, und wir haben es geschafft, ihn gehend mit David Rockefeller bei Brook Street auf Video aufzunehmen. Viele Mitarbeiter innerhalb von Brook Street berichteten uns, dass Hillary Clinton einen halben Tag zu Besuch gewesen sei. Mehrere gepanzerte Limousinen mit diplomatischen Nummernschildern kamen an, mit Polizeieskorte, und luden ihre Passagiere in dem unter Tage liegenden Parkdeck ab, außerhalb der Sicht der Presse.